Das Mitternachtsspiel ist ein altes heidnisches Ritual, das hauptsächlich dafür gedacht war, Leute zu bestrafen, die gegen Gesetze verstießen oder die heidnische Religion in Frage stellten. Obwohl es zur Abschreckung diente, bestand trotzdem eine hohe Todeschance für die Spieler. Eine noch höhere Chance bestand darin, permanente seelische Schäden davonzutragen. Ich rate dir, das Mitternachtsspiel unter keinen Umständen zu spielen. Dennoch für die, die den Kick suchen oder düstere Rituale erforschen wollen, werde ich euch die Regeln erklären. Spielt es auf eigenes Risiko. Die Anleitung. Hinweis: Es muss exakt 0 Uhr sein, wenn du das Ritual beginnst. Sonst wird es nicht funktionieren. Die Materialien, die du dafür brauchst. Du brauchst eine Kerze, ein Stück Papier, einen Stift, Streichhölzer oder ein Feuerzeug, Salz, eine Holztür und mindestens einen Tropfen deines Blutes. Solltest du mit mehreren Leuten spielen, braucht jeder Spieler sein eigenes Material. Schritt 1. Schreibe deinen vollen Namen, Vor-, Zweitname, Nachname, auf das Stück Papier. Tropfe nun mindestens einen Tropfen deines Blutes auf das Blatt. Lass es einsaugen. Schritt 2. Schalte alle Lichter in deinem Haus aus. Gehe zu deiner Holztür und lege das Blatt Papier vor die Tür. Nimm die Kerze, zünde sie an und stell sie auf das Papier. Schritt 3. Klopfe 22 Mal an die Tür. Du musst das Klopfen um 0 Uhr vollenden. Öffne dann die Tür, blase die Kerze aus und schließe die Tür wieder. Du hast soeben dem Mitternachtsmann erlaubt, dein Haus zu betreten. Schritt 4. Zünde deine Kerze sofort wieder an. Ab diesem Moment fängt das Spiel an. Du musst jetzt in deinem komplett dunklen Haus umherschleichen, nur mit deiner Kerze in der Hand. Dein Ziel ist es, den Mitternachtsmann bis 3.33 Uhr um jeden Preis zu meiden. Sollte deine Kerze jemals ausgehen, ist dies ein Zeichen, dass der Mitternachtsmann nahe ist. Entzünde deine Kerze innerhalb von 10 Sekunden neu. Solltest du keinen Erfolg haben, umkreise dich sofort mit einem Kreis Salz. Versagst du beide Male, wird der Mitternachtsmann eine Halluzination deiner größten Angst erzeugen und deine Organe eins nach dem anderen herausreißen. Du wirst es fühlen, aber unfähig sein zu reagieren. Hast du einen Salzkreis um dich gezogen, musst du bis 3.33 Uhr im Kreis bleiben. Solltest du beim erneuten Entzünden Erfolg haben, darfst du mit dem Spiel fortfahren. Um zu gewinnen, musst du das Spiel bis 3.33 Uhr spielen, ohne von dem Mitternachtsmann angegriffen zu werden oder in einem Salzkreis gefangen zu sein. Um 3.33 Uhr wird er dein Haus wieder verlassen und du kannst deinen Morgen fortführen. Eine kleine Anmerkung. Anhaltspunkte dafür, dass du dich in der Nähe des Mitternachtsmanns aufhältst. Plötzliches Sinken der Temperatur, eine ganz schwarze, menschenähnliche Gestalt in der Dunkelheit, ein leises Flüstern aus einer unerkennbaren Quelle. Solltest du eines dieser Anzeichen wahrnehmen, verlasse diesen Bereich, um den Mitternachtsmann zu umgehen. Schalte keine Lichter an, während du spielst. Benutze keine Taschenlampe, während du spielst. Geh nicht schlafen, während du spielst. Benutze kein anderes Blut unter deinem Namen. Benutze kein Feuerzeug als Ersatz einer Kerze. Es wird nicht funktionieren. Versuche unter keinen Umständen, den Mitternachtsmann in irgendeiner Weise zu provozieren. Obwohl das Spiel vorbei ist, wird er dich immer beobachten. Viel Glück! Du wirst es brauchen.